zurück gehen. Aber 500 Mann sind wir, denke ich mal. Thank you.
Die gehörlichen Auflagen bekannt gegeben und im Anschluss unverzüglich Aufstellung genommen. Bei der Nutzung öffentlichen Verkehrsraums werden nachfolgende Auflagen festgelegt. Sofern durch die Polizei oder die Versammlungsbehörde keine anderslautenden Regelungen aufgrund der tatsächlichen Teilnehmerzahl am Aufzug und in den örtlichen vorgefundenen Gegebenheiten getroffen worden, sind für den Auszug die Fahrt dem Recht zur freien Fahrstellung zu nutzen. Die Notfahrt von Dienstfahrzeugen, der Feuerwehr und Polizei sowie von Rettungsfahrzeugen ist zu gewährleisten. Blockierungen von Straßen und Kreuzungen werden, sofern sie nicht auf verkehrsbedingten Störungen beruhen oder anderen zu unvorhergesehenen Tatsachen, die den Veranstaltern nicht zugerechnet werden können, untersagt. Der Zu- und Abgang von und zum Hauptbahnhof ist zu gewährleisten. Die angezeigten Kundgebungsmittel werden unter folgenden Auflagen bestätigt. Fahnen und Transparenzstangen dürfen eine Höhe von 1,50 Meter nicht überschreiten. Die Länge des Fronttransparentes hat 4 Meter nicht zu überschreiten. Sollten mehrere Transparente innerhalb des Auszuges von Ready?
Heute ist wieder Freigang. Ich habe schon.
nehmen wir auf, hä? Du ist ein, hä? Soll ich ein bisschen ranzoomen? Nein, nein, da haben wir Haare ein bisschen verarscht. Hat bestimmt leise, hat er aber das Denken. Dass du immer solche Vorurteile hast? Ach, schlimm, ne? Ich schau mal lieber gehen, wir haben mal fragen, ob er nicht einen Nissenkamm braucht. Oder was er vom Friseur. Guck mal, hä? No? Genau, die studieren euer ganzes Leben, ne? Ja. Weil sie sich leider betroffen waren. Das Schlimmste ist, wäre arbeiten. Ja. Ganz kluge. Jetzt hat es gut geklappt. Ja, jetzt muss jemand noch Bier sein. Wunderschön. Jetzt, läuft er. Ja, das ist ja wunderschön. Das sind doch gute Bilder. Dem Schwein mit den Fingern, mit den Steckern.
Bedeckung nun abzunehmen und eine zweite Minute abzuhalten für die unschuldig ermordeten Zivilisten des alliierten Bombenterror gegen unser Volk. Yeah.
Sportler. Im Studentenfutter knallt es wieder. Das sind ja die Faschos. Ja. Ja, ja. Das ist der Abteilungsleiter. Ja, ja. Ganz traurig. Ja, ja. Ah! 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 Ah!
Ahnung, das war jetzt. Die haben schon lange Bärte, die sind schon ein bisschen älter. Ja, hier Weibers passiert.